Im Nordwesten Pakistans sind drei Selbstmordattentäter von Sicherheitskräften daran gehindert worden, in ein Gerichtsgebäude einzudringen. Bei dem Angriff gab es mindestens vier Tote. Eine pakistanische Taliban-Gruppe bekannte sich zu dem Anschlag bei Tangi im Chansada-Distrikt. Augenzeugenberichten zufolge warfen die Angreifer bei ihrem Sturm auf das Gerichtsgebäude Handgranaten und eröffneten das Feuer. Demnach wurden zwei der Angreifer erschossen, ein dritter sprengte sich in die Luft. Unklar war bis zuletzt, ob es einen vierten Angreifer gibt. Ein Sprecher des Gerichtes erklärte, aus dem Inneren des Gebäudes seien weitere Schüsse zu hören gewesen.